Liebe Yoga-Freunde, schön, dass ihr dabei seid. In diesem Video heute braucht ihr an Hilfsmitteln eine Yogamatte, ein Yogagurt und ein Yogaklotz. Wir wünschen viel Spaß bei diesem Video. Stehe mittig auf deiner Matte, deine Füße geschlossen, deine Hände weisen zu den Oberschenkeln, spreiz die Finger, hebe Brustkorb, Kinn waagerecht, Ohren senkrecht, Augen auf Augenhöhe, also halte deinen Kopf gerade. Normale Ein-, normale Ausatmung, Tadasana. Die Bergschenkel, die Füße fest am Boden, streck und spreiz deine Zehen, heb die Arme, verschränk deine Finger, streck die Arme, die Handflächen nach vorne, atme ein, heb die Arme hoch. Brust leicht, die Füße geerdet. Außenfüße, Innenfüße, bring Schienbeine fließend zurück, hebe Brustkorb, bring die Handflächen höher und höher, halt die Daumenkuppen sanft gegeneinander, Zahnreihen gelöst. Normale Ein-, normale Ausatmung. Urdhva Balangulyasana. Füße fest am Boden, streck die Zehen. Schau geradeaus, Handflächen nach oben, streck auch die Ellbogen, dann bring die Arme halben Weg runter, wechsel die Verschränkung deiner Finger, bring die Handflächen wieder nach vorne, Schultern rück und ab. Normale Einatmung, hebe deine Arme an und streck die Ellbogen. Verlier nicht deine Füße, das heißt Außenfüße, Innenfüße, fest am Boden, fährst noch ein fest auf deiner Matte, streck die Zehen und verlängere die Arme mehr und mehr aus deinen Schultern, Ellbogen gestreckt, bring die Handflächen höher und höher, halt Daumenkuppen sanft beieinander, schau geradeaus, atme aus, bring die Arme nach unten, Tadasana, die Bergstellung, normale Ein-, normale Ausatmung durch die Nase, spür die Erdung, bring die Hände wieder nach oben, verschränke nochmal die Finger, Daumenkuppen gegeneinander, atme ein, heb die Arme hoch, normale Ein-, normale Ausatmung, Zahn reingelöst und dann atme aus, drehe zur rechten Seite, halt beide Arme gleich stark gestreckt, bring die Handflächen höher und höher, Ellbogen stark, Füße weiterhin geerdet, atme ein, komm zurück zur Mitte, atme aus, drehe zur linken Seite, Füße satt am Boden, beide Ellbogen gleich gestreckt, bring die Handflächen höher und höher, halte währenddessen deine Ellbogen gestreckt, Augen ruhig, Lippen weich, wie gesagt, Füße satt am Boden, Einatmung kommt zurück zur Mitte, atme aus, löse auf, verschränk wieder die Finger andersrum, Einatmung, bring die Arme aufwärts, Füße satt am Boden, normale Ein-, normale Ausatmung, Ellbogen gestreckt, atme aus, dreh wieder zur rechten Seite, die Füße satt am Boden, beide Ellbogen gleich gestreckt, Handflächen bring hoch, halt Daumenkuppen sanft gegeneinander, Brust leicht, Kinn waagerecht, lass den Blick nicht fallen. Schau geradeaus, also lass den Blick nicht fallen, atme ein, komm zur Mitte, atme ein, Ausatmung, dreh zur linken Seite, die Füße satt am Boden, streck beide Ellbogen, Handflächen höher und höher, Daumenkuppen sanft gegeneinander, Füße fest am Boden, Brust leicht, streck die Arme, Handflächen höher und höher, komm zurück zur Mitte, atme aus, bring die Arme nach unten. Tadasana, die Bergstellung. Füße satt am Boden. Zehen gestreckt. Nun greife zu einem Gurt. Der Gurt eingefädelt, so schulterbreit. Regina wird zeigen, was wir tun. Sie dreht sich um. Greift zum Gurt und dann die Daumen in der Schlaufe. Die Handflächen weisen von dir weg. So platziere dein Gurt. Komm wieder zurück in die Bergstellung. Schau geradeaus, die Füße sind am Boden. Dann streck die Arme nach unten, dass die Schultern fixiert sind. Heb die Brust an.
Nacken leicht, Hinterkopf leicht, schau geradeaus, Außenschultern rück und dann bring langsam die Arme zurück. Ausatmung, Einatmung, streck die Arme, Ausatmung, bringe die Arme, den Gurt mehr und mehr nach hinten. Roll die Schlüsselbeine über die Schultern, Nacken leicht, Brust leicht, Füße weiterhin satt am Boden, bring die Hände wieder zurück. Der Gurt wird jetzt verkleinert. Wenn du merkst, im ersten Durchgang hast du schon sehr große Schwierigkeiten gehabt, dann mach den Gurt wieder größer. Sonst Daumen wieder im Gurt, spreiz die Finger, streck die Arme abwärts, hebe Brustkorb, Nacken und Hinterkopf, schau geradeaus, atme aus, bring die Arme, die Außenschultern rückwärts. Immer der Zyklus Einatmung, streck die Arme, hebe Brustkorb, halte Brustkorb leicht und bring die Arme, Ausatmung, mehr und mehr zurück. Halte dein Becken stabil, die Brust leicht, die Kehle weich. Einatmung, streck die Arme und bring die Arme, soweit es für dich möglich ist, nach hinten. Atme aus, bring die Arme wieder zurück. Nun wird der Gurt, die Schlaufe, nochmal verkleinert. Ja, so 4-5 cm. Wenn du merkst, das ist nicht so gut für dich, dann mach die Schlaufe wieder größer. Füße satt am Boden, Schienbeine rück, heb die Brust, streck die Arme, spreiz die Finger, hebe Brustkorb, Nacken und Hinterkopf. Einatmung, streck die Arme runter, erstmal senkrecht, hebe Brust und dann atme aus, bring die Arme, die Außenschultern mehr und mehr zurück. Halte dein Becken stabil und die Füße fest am Boden. Schau geradeaus. Einatmen, streck die Arme, ausatmen, bring die Arme zurück. Vielleicht kannst du fühlen, du wirst es fühlen, wie die Schulterblätter nett in Richtung Brust bewegen. Ausatmen, bring die Arme wieder zurück. Löse. Dann lege den Gurt zur Seite. Noch eine kleine Steigerung. Regina wird zeigen. Verschränk deine Finger hinter deinem Gesäß, die Arme senkrecht nach unten. Wenn es dir dann möglich ist, bring gar die Handfersen zusammen. Währenddessen sollen die Ellbogen gestreckt bleiben. Okay, weiter geht's. Die Füße satt am Boden, Schienbeine rück, Brustkorb hebe, Nacken leicht, Hinterkopf leicht, streck die Arme abwärts, hebe Brustkorb, Außenschultern rück, atme aus, bring die Arme zurück, halt die Ellbogen gestreckt, saug die Schulterblätter in die Brust und die Brust, den ganzen Brustkorb, hebe an in Richtung Kinn. Halt die Arme gestreckt, dass die Schultern fixiert bleiben. Schulterblätter bring einwärts in Richtung Brustkorb. Nacken leicht, Zahn reingelöst. Atme aus, bring die Hände wieder zurück zum Gesäß und wechselt jetzt die Verschränkung der Finger. Der gleiche Ablauf. Zunächst Arme abwärts, senkrecht nach unten, Brustkorb leicht, Füße geerdet. Der Blick geradeaus, atme aus, bring die Arme rückwärts, Außenschultern rück, roll die Schlüsselbeine über die Schultern. Einatmung, streck die Arme, Ausatmung, bring Außenschultern, Arme zurück, Schulterblätter vor. Arme strecken und dann atme aus, lass die Hände einfach los. Sie kommen automatisch nach vorne. Tadasana, Brust leicht, Füße geerdet. Zahn reingelöst. Dann bring die Arme wieder nach vorne. Spreizfinger, Spreizdaumen. Atme ein. Urdhvasthasana. Streck die Ellbogen. Streck die Mittelfinger. Dann bring die Arme wieder nach unten. So, dass die Handflächen Richtung Decke weisen. Bring die Arme ein bisschen mehr zurück. Und wenn du die Arme jetzt wieder hebst, erlaub deinen Armen nicht nach vorne zu gehen. Einfach nur nach oben jetzt die Arme. Ja, genau. Mittelfinger lang. Ellbogen gestreckt, dreh die Handflächen wieder um, Arme bring wieder auf, Schulterhöhe. Streck die Arme seitlich durch, weg vom Brustbein, weg von deiner Wirbelsäule. Brustleicht, spür die seitliche Öffnung, die Weite, die Breite im Brustkorb jetzt. Nacken leicht, atme aus, bring die Arme abwärts in die Tadasana-Position. Füße am Boden, bring die Hände dann zur Hüfte, mach eine große Grätsche. Das ist eine sehr große Grätsche. 1,20 m bis 1,40 m Minimum. Hände an Hüfte, Außenfüße gerade.
Und jetzt drehen den linken Fuß tief ein und den rechten Fuß, das rechte Bein, drehen 90 Grad aus. Heb hinten die Ferse nochmal hoch. Linke Ferse nochmal heben, mehr eindrehen, dass der Fuß hinten 40 bis 60 Grad eingedreht ist. Das ist wichtig. Und jetzt übe, die linke Hüfte mehr nach vorn zu bringen. Das linke Sitzbein mehr nach vorne. Halt die Brust leicht und dann atme aus. Beug das rechte Knie, bring es einen rechten Winkel. Halt das hintere Bein gestreckt. Du wirst merken, dass die hintere Ferse hebt, was aber okay ist. Drück die Ferse aber Richtung Boden. Das hintere Bein komplett ausgestreckt. Hebe Brust und übe, die linke Hüfte nach vorn zu bringen. Linkes Sitzbein vor, Brust leicht. Atme ein, komm wieder zurück. Dreh die Füße nach vorne. Und dann gehen wir sofort zur zweiten Seite. Brust leicht. Dann dreh den rechten Fuß tief ein. Linkes Bein, linken Fuß dreh 90 Grad auswärts. Heb den hinteren Fuß, also den rechten Fuß nochmal hoch. Dreh ihn mehr nach innen, sodass er 40 bis 60 Grad eingedreht ist. Bring deine rechte Hüfte vorwärts. Bring die rechte Hüfte, rechtes Sitzbein vorwärts, vorne, Innenfußfesseln am Boden, beug das Knie. Also übe jetzt in dieser Variante des ersten Kriegers, die rechte Hüfte nach vorn zu bringen und das hintere Bein ausgestreckt zu halten. Brustkorb leicht, Hinterkopf leicht, schau geradeaus. Das hintere Bein ausgestreckt, die hintere Ferse arbeitet Richtung Erde. Rechte Hüfte bring vor, Brust hoch, atme ein, komm zurück, dreh die Füße nach vorne und schließe deine Füße. Das war der erste Durchgang. Tadasana, richte dich aus, spür die Füße, Hinterkopf, deine Atmung nimm wahr. Tadasana, zweiter Durchgang, Hände zur Hüfte, großer Abstand wieder. Füße fest am Boden, insbesondere die Fersenknochen, dann dreh den linken Fuß wieder tief ein. Rechtes Bein, rechten Fuß drehen 90 Grad auswärts. Bring die linke Hüfte wieder vorwärts. Achte darauf, dass der hintere Fuß 40 bis 60 Grad eingedreht ist. Hebe Brust. Jetzt streck die Arme auf Schulterhöhe seitlich durch. Und spür die Öffnung des Brustkorbs, die Weite jetzt im Brustkorb. Atme aus, beuge. Beug das rechte Knie, die hintere Ferse. Abwärts, hintere Bein komplett ausgestreckt. Brustkorb leicht und streckt die Ellbogen, streckt die Mittelfinger. Schau geradeaus, Augen ruhig, Lippen weich, Zahn reingelöst. Arme gestreckt, hintere Ferse ab und rückwärts. Atme ein, komm wieder zurück. Dreh die Füße nach vorne. Zweiter Durchgang. Hebe Brustkorb. Füße ja, fest am Boden und jetzt drehe rechten Fuß tief ein, linkes Bein, dreh 90 Grad auswärts den linken Fuß, bring die rechte Hüfte vor, korrigiere hinten den Fuß, drehe noch mehr nach innen, mindestens 40 bis 60 Grad eingedreht, heb die Arme auf Schulterhöhe, spür die Weite im Brustkorb, atme aus, beug das linke Knie. Augen ruhig, vielmehr das rechte Knie. Augen ruhig, Lippen weich, Zahn reingelöst. Ja, das hintere Bein komplett durchgestreckt. Ja, bring den rechten Fuß tiefer und tiefer. Streck die Arme, spür den Brustkorb, spür die Weite, die Breite im Brustkorb. Atme ein, komm wieder zurück. Dreh die Füße nach vorne und löse auf. Schließ die Füße. Richte dich aus in der Bergstellung, schau geradeaus. Wenn du magst, atme für 1, 2, 3 Atemzüge ein bisschen länger ein und aus mit weichen, entspannten Gesichtszügen. Hinterkopf leicht, Brust leicht, Füße geerdet. Der dritte Durchgang wieder. Große Grätsche, Füße satt am Boden. Brust leicht, schau geradeaus. Jetzt dreh den linken Fuß wieder tief ein. Rechtes Bein dreh 90 Grad auswärts. Bring die linke Hüfte vor. Und dreh den linken Fuß noch mehr nach vorne, dass dieser 40 bis 60 Grad eingedreht ist. Dann streck die Arme abwärts. Nimm die Schultern nach hinten. Arme vor. Atme ein und streck die Arme aufwärts. Und streck die Arme maximal.
maximal nach oben. Spür die Flanken, atme aus, beug das Knie. Hintere Ferse satt am Boden. Augen ruhig, Lippen weich, Zahnrand gelöst. Und vielleicht kannst du jetzt den Blick etwas heben. Guck, was geht für dich. Kehle weich. Wenn es geht, schau zu den Händen, ohne dich zu erzwingen. Achte auf Nacken. Arme gestreckt, schau wieder nach vorne. Atme ein, komm zurück. Dreh die Füße nach vorne. Bring die Hände kurz zur Hüfte. Achte, dass der Abstand weiterhin groß ist. Brust leicht. Und jetzt im nächsten Durchgang drehe dann den rechten Fuß tief ein. Linkes Bein dreht 90 Grad auswärts den rechten Fuß. Die rechte Hüfte bring nach vorne. Bring die rechte Hüfte vor. Linker Fuß, der Innenfuß satt am Boden. Streck die Arme abwärts. Hebe Brustkorb, Nacken und Hinterkopf. Atme. Streck die Arme vorwärts und aufwärts. Und jetzt streck die Arme, um die Brustwirbelsäule aus der Lendenwirbelsäule herauszuziehen. Hebe Brust, streck die Finger, streck die Ellbogen. Ja, bring die rechte Hüfte vor. Rechte Hüfte bring vor, streck die Arme maximal. Hebe Bauch, Brustkorb und wenn es geht, schau nach oben zu den Händen, ohne dies zu erzwingen. Augen ruhig, atme ein, komm wieder zurück. Dreh die Füße nach vorne und löse auf. Hände zur Hüfte, schließ die Füße. Tadasana, die Bergstellung. Sammel dich. Für die nächste Haltung brauchen wir einen Yoga-Klotz. Ein Klotz wird reichen. Stehe nun mit deinen Fersen, die Füße geschlossen, den Hacken stehe auf. Klotz, bring die Hände zur Hüfte, atme aus, halt die Knie zusammen und komm tief nach unten. Press die Fersknochen auf Klotz und komm tief mit deinem Gesäß. Das Gesäß, grob gesagt, nach unten und nach hinten. Die Erfahrenen, ja, lass die Leisten mehr los. Brust leicht, Fersknochen abwärts. Ja, halt die Hände ruhig um die Schienbeine. Regina ist ein bisschen vorgeschritten. Und dann beug die Knie auseinander, also bring die Knie auseinander. Hebe Brustkorb, Fersknochen weiterhin abwärts. Und egal, was du jetzt tust, halt dein Gesäß schwer. Gesäß abwärts, rückwärts. Und jetzt bring die Hände nach vorne. Noch nicht so weit. Brust leicht. Wie gesagt, Gesäß, lass nach unten und nach hinten los. Bist du mehr im Thema? Außenleisten sinken. Viel Gewicht auf den Fersen. Fersknochen abwärts. Und bring jetzt mehr und mehr die Innenknöchel zusammen. Erlaub den Knien nicht so sehr nach außen auszuscheren. Brust leicht, Kiefer gelöst, Fersknochen abwärts, lass in den Leisten los. Brust leicht, Hinterkopf leicht, schau nach vorne und jetzt wandere langsam mit deinen Händen nach vorne. Halt dein Gesäß unten, erlaub dein Gesäß sich nicht zu heben. Leisten lass nach unten los. Und jetzt geh noch mehr nach vorne, fordere dich heraus, guck was geht, aber Gesäß bleibt unten, tief, Leisten sinken. Ja, vielleicht kannst du noch mehr nach vorne kommen. Entspann deine Gesichtszüge. Schau, was geht für dich. Fersen abwärts, bring die Innenknöchel mehr zusammen. Gesäß abwärts, rückwärts, lass die Außenleisten los. Innenknöchel arbeiten zueinander. Brust leicht. Fersen schwer und dann komm langsam wieder zurück. Wander mit deinen Händen also wieder in Richtung Füße. Bring die Knie wieder zusammen. Kurze Pause, dreh die Füße um und setz dich in den Fersensitz. Die Füße geschlossen, die Knie geschlossen, leg Hände auf Oberschenkel, Brust leicht. Schau geradeaus. Weiche, sanfte, stetige Ein-
und Ausatmung. Wie immer durch die Nase. Zweiter Durchgang. Stell die Zehen wieder auf und platziere wieder die Füße geschlossen. Fersknochen. Aufklotz. Außenleisten sinken. Umfasse deine Schienbeine. Zieh an den Schienbeinen. Brust leicht. Leisten sinken. Gesäß ab und rückwärts. Und jetzt wieder. Stütz dich ab. Öffne deine Knie. Gesäß abwärts. Außenleisten sinken. Bring die Hände wieder zum Boden. Und wander langsam etwas mehr nach vorne. Gesäß ab und rückwärts. Fährst noch einen Satt an. Auf Klotz und komm mit den Händen noch mehr nach vorne. Komm noch mehr nach vorne. Wir nähern uns langsam der Endstellung. Malasana. Lauf mit deinen Händen nach vorne. Aber Gesäß abwärts. Leisten sinken. Innenknöchel arbeiten zueinander. Ja, bring die Brust mehr nach vorne. Lass mal Länge schaffen in der Wirbelsäule. Vom Schambein zu den Schlüsselbeinen. Jetzt bring Kopf langsam etwas tiefer. Dreh die Hände um. Und jetzt bring eine Hand nach der anderen um die Schienbeine. Ja. Und wenn es dir möglich ist, verschränk deine Finger. Verschränk deine Finger. Fersen abwärts, Gesäß ab und rückwärts. Atme ein und dann atme aus. Lass den Kopf nach unten los. Malasana. Fersen abwärts, Gesäß schwer. Lass Außenleisten nach unten los, nach hinten los. Lass Kopf ebenfalls los. Kiefer gelöst, Zahn reingelöst. Gesäß, Leisten, abwärts. Grob gesagt, halt dein Gesäß schwer. Normale Ein-, normale Ausatmung. Lippen weich, Augen weich. Und dann hebe langsam wieder Kopf. Löse die Verschränkung deiner Finger. Stütz dich ab. Atme ein, komm wieder hoch, schließ die Knie, dreh die Füße um und komm dann wieder in den Fersensitz. Setz dich gerade hin, schau gerade aus, stell den Klotz zur Seite und nun bereiten wir uns auf Urdhva Prasarita Padasana vor, vielmehr auf die Hundestellung, kipp dich nach vorne und streck die Arme nach vorne. Die Knie sind jetzt etwas geöffnet, die Großzehen zusammen, komm dann in den Vierfüßlerstand, Knie, Füße, Hüftbreit geöffnet, stell die Zehen auf, die Hände unter deinen Schultern und schwing Gesäß aufwärts. Beine gerade. Ja, vielleicht hast du jetzt guten Kontakt zum Becken. Heb die Leisten, heb das Becken. Ja, und dann aus dieser Höhe bring die Fersen abwärts und streck dich weiterhin oder wieder mutig durch die Arme, durch die Schultern bis in die Fingerkuppen. Unterarme fest, Bein stark, Fersen abwärts, Schienbein rückwärts, Oberschenkel hoch und rückwärts. Entspann dein Gesicht, insbesondere wieder Schläfenbereich, Kiefer, Kiefergelenk. Adho Mukha Svanasana. Atme aus, beug die Knie, lasse kurz los in der Kindstellung. Augen ruhig, Lippen weich, Gesäß lass abwärts und rückwärts los. Der ganze Schultergürtel, Ausatmung, lässt los. Atme ein, streck die Arme nach vorne, schulterbreit, streck die Arme, die Hände satt am Boden, komm wieder in den Vierfüßlerstand, Knie, Füße, Hüftbreit geöffnet, schwing Gesäß aufwärts, die Knie etwas gebeugt und dann mach die Beine gerade, Fersen sind oben, spür die Höhe des Beckens, Arme gestreckt, Becken oben, Leisten oben, Oberschenkel hoch und fest. Atme aus und jetzt bring die Fersen langsam nach unten. Ja, wenn es dir möglich ist, übe die Zehen zu heben. Ja,
Streck die Zehen, spreiz die Zehen, streck die Finger, spreiz die Finger, Hände satt am Boden, Becken oben, Leisten aufwärts, Verstochen ab und rückwärts. Atme aus, komm zurück in die Kinnstellung. Lasse kurz los. Lass Schultergürtel los. Gesäß ab und rückwärts, weiche Gesichtszüge und dann bring die Hände unter deine Schultern, atme ein, streck die Arme, erheb dich und dann lege dich rücklings, liege also dann gleich auf den Rücken, kurz die Beine nochmal ausstrecken in Dandasana, bring die Füße ran, Hände neben die Hüfte. Und roll nun langsam Wirbel für Wirbel abwärts. Achte darauf, dass du gerade auf deiner Matte liegst. Die Füße sind aufgestellt. Schau hoch in Richtung Decke. Lass Augen sanft los Richtung Hinterhaupt. Bring dir die Knie entgegen. Umfasse mit deinen Händen deine Schienbeine. Schau hoch in Richtung Decke. Kiefer, Gelenke löst. Drück die Augen aber nicht hoch, stattdessen lass diese los, sanft in Richtung Hinterkopf. Streck die Arme vorwärts, Handteller fest am Boden, bring die Oberschenkel jetzt in die senkrechte, Schienbeine waagerecht. Oberschenkel senkrecht, Schienbeine waagerecht, Außenschultern tief, entspanne Bauch und dann atme ein, bring die Beine 90 Grad nach oben. Urdhva Prasarita Padasana. Drück insbesondere die Innenfüße hoch, mach die Oberschenkel stark, halt die Arme gestreckt, die Handflächen satt am Boden, sehr starke Beine. Drück die Verstknochen hoch, die Großzehenballen, die Innenfersen, die Kehle weich, die Lippen entspannt, Beine stark. Verstknochen hoch, atme aus, löse auf. Bring dir die Knie wieder zur Brust, leg die Hände auf Schienbeine, Kehle weich, schau hoch in Richtung Decke. Und dann bring die Arme hoch und über Kopf. Dreh dann die Handflächen so um, die Hände schulterbreit geöffnet, dass die Handflächen Richtung Decke weisen. Arme lang, Handflächen weisen in Richtung Decke, bring die Oberschenkel nun wieder senkrecht, in eine senkrechte Position, Schienbeine. Waagerecht, entspanne Bauch, schau hoch in Richtung Decke. Normale Ein-, normale Ausatmung. Und jetzt bring die Beine in die Senkrechte. Arbeite mit dem Bild, dass du dir die Schienbeine mehr und mehr entgegenbringst und die Füße sowie die Zehen, die Oberschenkel fest. Streck die Arme, Oberschenkel stark. Ja, drück die Innenfüße höher und höher, Verstknochen höher und höher. Halt dein Gesäß am Boden, Außenleisten lang. Atme aus, bring die Oberschenkel wieder in die Senkrechte, Schienbeine waagerecht und dann bring die Knie in Richtung Brustkorb, umfasse mit deinen Händen die Schienbeine. Lasse kurz los. Entspannte Kehle. Beobachte deine Atmung. Augen ruhig. Bring die Hände zu den Seiten, dann atme ein, bring die Arme senkrecht, atme aus, bring die Arme über Kopf, dreh die Handflächen wieder um, Finger gespreizt, Daumen gespreizt, halt die Außenleisten lang, das Becken am Boden, Oberschenkel senkrecht, Schienbeine waagerecht, atme ein, streck so langsam deine Beine in die Senkrechte. Ja, sind wir jetzt nicht ganz zeitgleich. Jetzt bring die Beine in die Senkrechte. Drück die Fersen höher und höher. Großzehenballen hoch, Innenfersen hoch. Bring dir die Schienbeine mehr entgegen, so wie deine Füße. Und jetzt bring die Beine auf 60 Grad. Ist das so anstrengend für dich? Bring die Beine wieder in die Senkrechte auf 90 Grad. Arme bleiben gestreckt. Schau hoch in Richtung Decke und atme weiter durch die Nase. Fersen drück weg von dir, Oberschenkel fest, bring die Bauchhaut mehr in Richtung Brustkorb.
Augen ruhig, Lippen weich. Atme ein, bring die Beine wieder in die Senkrechte. Arme lang, schau hoch in Richtung Decke. Augen lass sanft los Richtung Hinterhaupt. Atme aus, löse auf, bring dir die Knie entgegen, leg die Hände auf Schienbeine. Beobachte deine Atmung. Kiefer gelöst. Augen ruhig. Bring die Hände wieder flach zum Boden. Atme ein, bring die Arme in die Senkrechte. Spreiz die Finger und dann atme aus. Bring die Arme über Kopf. Dreh die Handflächen um, schulterbreit geöffnet. Bring die Oberschenkel senkrecht, Schienbeine waagerecht. Entspanne möglichst dein Gesicht. Arme gestreckt. Zahnreihen gelöst. Atme ein, bring die Schienbeine nach oben. Also die Beine jetzt senkrecht. Fersen drück weg von dir. Halt die Außenleisten tief und lang. Sitzbeine unten, Oberschenkel stark. Atme aus, bring die Beine auf 60 Grad. Halt die Beine stark. Knie gestreckt, Fersen drück weg von dir, Oberschenkel fest. Bauchhaut bringen in Richtung Brustkorb. Und jetzt bring die Beine auf 30 Grad. Wenn es nicht geht, komm zurück zu 60 Grad oder gar 90 Grad. Guck, was geht. Und dann wieder 60 Grad halten. Arme gestreckt, atme ein, bring die Beine dann wieder auf 90 Grad. Jetzt wird es interessant. Drück die Fersen hoch, Innenfüße hoch, Arme gestreckt, Zahn reingelöst, atme durch die Nase, atme aus, beug die Knie und leg die Hände auf deine Schienbeine und lasse komplett los. Wenn du jetzt die Zeit und Muße hast, bleib noch etwas liegen. Wir empfehlen jetzt noch mal 3-4 Minuten in Entspannung zu liegen. Wir danken vielmals für die Aufmerksamkeit.